Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Aldemots 9, Gute Sky. Wir waren dabei stehen geblieben, den Gaia's, den Gaia Spirit zu beschwören. Dafür brauchen wir noch ein bisschen was. Dafür craften wir jetzt noch Living Wood. Brauchen wir auf jeden Fall Clawstone Dust und Living Wood. Bekommen wir einen Glimmering Rock. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche davon. Mana Pylon. Jetzt gucken, wie viel ich davon brauche. Wir müssen ja ein Elfenportal bauen. Portal to Elfheim. Davon brauchen wir zwei. Wie es aussieht. Zwei Nature Pylon. Ja, reicht sogar. Und wir brauchen Terra Steel Nuggets. Das heißt, wir müssen wieder. Nee, ist ein anderes Rezept. Ja, ist das gleiche? Nee. Okay, Terra Steel. Ach ja, und die Mana Perle. Hier haben wir noch genug drin. Das reicht. Habe ich hier keinen? Hier habe ich keinen Spirit. Oder wie heißen die? Spark. So, jetzt geht das wieder. Ein bisschen Kohle habe ich noch, dass ich dann ein bisschen Mana im Vorrat habe. Wenn wir noch was bräuchten. Daraus machen wir jetzt Nuggets. So, zwei Stück. Und Elven Gateway Core. Das reicht. Gut. Und wir bekommen einen Block auf Mana Seed. Okay, schon mal. Was ganz Feines. Habe ich gesehen. Core kommt hier hin. An den Seiten die goldenen. Und die Pylonen. Eine dahinter. Gucken. Ach, Mana Pool kommt da drunter. Ah, warte. Der muss wahrscheinlich auch mit Mana befüllt werden. Vermute ich mal. Gucken, was steht da denn genau hier drin? Also zum Aktivieren brauchen die kein Mana. Okay. Das geht aber wieder kaputt nach einer Zeit, weil kein Mana drin ist, oder? Oder what? Aber, okay. Ist aktivieren. Und, jetzt müssen wir Alfheim-Ressourcen bekommen. Das geht halt, indem wir das durchs Portal schmeißen. Gut. Brauchen wir irgendwas Bestimmtes für die nächste Quest? Gaia-Pylon. Ah, wir brauchen auf jeden Fall Alf-Steel. So. Wir brauchen Ingot, Pixie-Dust und okay. Das kann ja schon mal weg. Genau, habe ich fast gedacht. Meine Perle brauchen wir, um es einfach durch das Portal zu schmeißen. Hier wahrscheinlich genau das gleiche. Wir schmeißen das durchs Portal. Unseren Diamanten. Oder können wir da auch durch? Weiß ich gar nicht. Glaube ich nicht, oder? Ich jetzt gleich nicht zurück. Das wäre mies, wenn ich nicht zurückkomme. Würden wir es mal ab. Wir brauchen aber erstmal Mana. Spreader noch. Aber wir könnten natürlich auch sagen, dass er anstatt ganz Mana hier rein, der hinten reinpackt. Das geht auch. Ich weiß nicht, wie hoch die Reichweite ist. Das geht anscheinend. Natürlich könnte ich auch sagen, du füllst den. Das geht ja auch. Können wir weiterhin den befüllen lassen. Jetzt einfach einen von denen nehmen. Ja, guck. Geht doch. Dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch ein paar Mana-Perlen. Wir können nur die Perlen da reinschmeißen.
Das teste ich mal aus. Sind wir aktivieren und. Ey, Freundchen. Brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Mana noch. Wie viel brauchen wir denn? Steht er nicht dabei? Steht nicht dabei. Also, wir haben auf jeden Fall zu wenig Mana, oder müsste ich die noch linken hier, oder? Ah, die kann ich auch noch rotieren. Mit dem Wand. Ach, hier ist das Rezept. Ich habe das gar nicht gesehen. Das sieht zu dunkel aus. Okay. Nee, dann, ich dachte schon. Ja, klar. Der will sogar zwei. Genau, wir müssen ja irgendeine Alfheim-Ressource haben. Dann sollte das gehen. Ja, und dann können wir den Guardian schon beschwören. Den brauchen wir, den Geierpylon. Da brauchen wir 8 Ingots. Und 8 Pixie Dust. Und ein Beacon. Ich würde sagen, ich warte, bis die hier befüllt sind. Das kann ein bisschen dauern. Ich habe mir jetzt mal so ein Mana-Tablet gemacht. Damit kann man aus dem Mana-Pool quasi das Mana entnehmen und in einen anderen Mana-Pool reingeben. Was er jetzt auch macht, man sieht die Animation. Man sieht, dass die Durability runtergeht. Befüllen noch einmal. Einfach den Muster ändern. Mal ein Tablet da reinschmeißen. Wenn diese Blitze auftauchen, dann weiß man, dass es auch funktioniert. Also die Mana-Pools sind jetzt bis zur Hälfte gefüllt. Ich denke doch, das reicht jetzt, oder? Ja, sieht gut aus. Meins für unsere. Sag mal da rein. Das sollte kein Mana verbrauchen. Mal ein bisschen. Perfekt, perfekt. Das reicht. Das reicht schon. Glaube ich. Dann brauchen wir Alfsteel. Brauchen wir Alfsteel? Was wollte ich Alfsteel? Ich glaube, ich brauche das nicht mal, oder? Weil wir müssen nur noch Gaia-Pylone. Ah, doch. Einmal brauche ich das. Aber ich kann erstmal warten, bis er wieder voll ist. Theoretisch kann ich das Portal schließen, wenn es geht. Geht anscheinend nicht. Weil, soweit ich weiß, verbraucht das immer noch Mana. Oder? Ich sehe jetzt nicht keinen Unterschied. Verbraucht er jetzt Mana? Vielleicht ein wenig. Nicht viel. Manchmal aber noch ein bisschen Elementium, oder? Ein bisschen Mana-Stil. Ah, nee, warte, was fehlt noch? Dragonstone. Oh, genau. Mana Diamond. Das könnte ich. Nee, ich kann nicht da durch. Nee, da. Pa okay, passiert nichts. Das wollte ich wissen. Dann haben wir unseren Elementium-Seed. Hatte ich hier nicht noch irgendwie so Imperium? Nee, Imperium. Egal. Ah doch, kommt sogar Seeds raus. Hammer. Um den Mana Infusor überhaupt zu craften, brauchen wir noch Rune of Winter, Autumn, Summer, Spring und Asgard. Brauchen wir mal den Runic Altar. Snow, Earth, Water, Cake. Wichtig. Und ich kann die einige Runen nochmal neu craften, je nachdem, ob ich die brauche. Of Water und Earth. Okay, hätte ich sogar noch. Ich habe keine Kühe. Habe ich Cow Seeds? Hatte ich nicht welche gehabt? Hätte doch welche gehabt, oder nicht? Hatte ich nicht welche gecraftet gehabt? Zombie, Obsidian, Glowstone, Blaze. Ich habe die Kuh gesammelt, oder? Dann beschwören wir mal eine Kuh. Da. Viermal Milch. Ich glaube, ich hätte auch nur dreimal gebraucht. Aber gut. Okay. Ich habe sogar Cakes. Egal, aber man weiß ja nie. Und Snow. Snow, Living Rock. Ach, Snowblock. Warte, warte, kann ich die duplizieren, die Runen? Nee.
Geht nicht. Dann. Ich habe nicht aufgenommen, natürlich. Also, Rune habe ich. Rune auf Winter. Genau, jetzt kommt Rune of Autumn. Aber erst Rune of Fire und Rune of Air. Brauche ich Mana Powder und Mana Steel. Das sieht habe ich sogar. Mana Powder. Cluster. Dann Nether Brick, Gunpowder und Nether Ward. Nether Bricks habe ich. Nether Wards habe ich natürlich auch. Das letzte war Gunpowder. Ja, und Living Rock natürlich. Ein Mana Steel. Ein Mana Dust. Gunpowder. Nether Ward. Nether Brick. Noch ein Living Stone. Und unseren Wand. Dann haben wir schon mal Rune of Fire. Brauche ich noch Rune of Air. Brauche ich noch mal Mana Powder und Mana Steel. Außerdem brauche ich Carpet, Feather und String. Also String, Carpet, Feather und Bam. Rune of Air auch erledigt. Und wir auch Leaves und Spider-Eye. Ich kann keine Leaves craften. Ja, okay. Also, dreimal Leaves. Feuer, Luft. Nee, war irgendwas habe ich falsch gemacht. Ah, Spider-Eye. Und Living Rock. Irgendwie immer dazu. Bam. Rune of Autumn. Rune of Summer. Earth and Air. Ja, Earth habe ich. Ach, guck mal, hier habe ich meine. Egal, jetzt ist sie auch. Jetzt ist auch egal. Melon Slice. Habe ich sogar. Haha. Sand und Slime. Earth und Air. Ein Living Rock. 3, 2, 1. Summer ist auch abgehakt. Dann noch das Spring, Fire, Water. Da Water und Fire. Witzlinge und ein Weizen. So, und noch Askrat. Brauchen wir Air, Autumn, Bright, Fire, Summer. Okay, Fire, Summer und Mana Diamonds. Jetzt brauchen wir Bright, Autumn und Air. Plus Netherite. Und das andere, ob ich kann es craften. Ja. Kann ich. Dann natürlich hier Living Rock. Joa. Was grad? Wo hab ich's? Da. Perfekt. Jetzt kann ich den Mana-Infuser machen. Ah, ich brauche noch ein bisschen Dreamwood. Dreamwood bekomme ich ja, indem ich Living Rod reinschmeiße. So, jetzt. Glowing Ding. Ich verbrauche erstmal meine ganzen Runen. So einen Mana Infuser. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Ich richtig gesehen habe. Lifestyle war das. Brauchen wir Gold? Ist das Gold? Gucken wir mal im Lexikon nach. Ich sehe das jetzt hier nicht drin. Oder, Alfziel? Also ist das jetzt Gold oder ist das kein Gold? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Gold ist. Da, ha.
Mana Infuser to work. FC is created like Terracy, but with resources from Alfheim. It requires much more mana, but can be used to create various powerful things. Gold ist das und Shimmerrock. Gold auf jeden Fall. Okay. Hier kommt noch Shimmerrock. Ich glaube, Shimmerrock bekommen wir, indem ich einfach einen Living Rock da durchschmeiße, oder? Oder auch nicht. Die haben es mir jetzt geklaut. Die Banditen. Living Rock und Bifrost Block. Ah. Okay. Vielleicht noch einen Rod. Ist klar. Haben wir den Rod. Und dann Mana Class. Dann habe ich ja das Alf Class plus den Rod. Komme ich Bifrost Block. Okay, und dann kann ich daraus einen Schimmerblocks machen, wenn ich Living Rock hätte. Und dann kommt hier oben drauf der Mana Infuser. Und fertig. Oben drauf kann auch ein Spark. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Pixie Dust. Das heißt, brauche ich erstmal wieder Enderperl. Dann kann ich Alfsee machen, wenn ich genug Mana hätte. Was ich jetzt nicht habe, weil ich habe nur ein Mana voll, Mana Pool ungefähr voll. Dann warten wir noch, bis der voll ist. Bis beide voll sind und dann geht's ab. Wir haben jetzt auch definitiv genug Mana. Wir können jetzt dann unser Elfstil machen. Wenn er es auch annehmen möchte. Warte, mal zurück. Oder nicht? Ist das zu weit entfernt? Glaube ich, kann ich gar nicht glauben. Was fehlt hier? Warum will er nicht? Brauche ich bessere Sparks? Okay, ich brauche anscheinend noch ein dominantes Augment. Spark Augment dominant. Feuerrune, Mana Steel und Pixie Dust. Das soll ich alles haben? Und ich habe noch eine Quest erfüllt. Okay. Interessant. Rechtsklick drauf machen. Ja. Und jetzt mal drauflegen. Ah, guck, jetzt passiert was. Ah, ich dachte schon. Und unser ganzes Mana wird gefühlt leer gesaugt. Daraus kann ich aber keine Seeds machen. Nee. Dann brauchen wir die Nuggets. Und dann können wir hier fröhlich unsere Alstipylon machen. Die wir dann zu Gaia-Pylon brauchen wir. Ja doch. Genau. Und dafür brauchen wir Elementium und Pixie Dust. Ich brauche noch zwei Pixie Dust. Perfekt. Zwei bekommen. So, vier Stück. Mission erledigt. Und dann können wir jetzt weitergehen und wir können uns den Gaia-Spirit bekommen. Also wir können jetzt bekommen, wenn wir jetzt den Gaia beschwören. Dann nehmen wir unser Lexikon wieder. Den Beacon habe ich schon hingelegt. Und jetzt muss ich nur wissen, wo ist das drunter? Summoning the Gaia. Irgendwo muss es doch stehen. Entweder habe ich das Kapitel noch nicht freigeschaltet. Ich kann sogar Kurse machen. Mann, ey. Ich habe das Kapitel noch nicht. Was soll das denn? Oder ich übersehe es. Ich habe das immer einfach mal hingeklatscht. Mit 1, 2, 3 Abstand. Nee. Ich guck mal im Chat nach. In welchem Abstand die sein müssen. Vielleicht ein höher oder. Ich werde sehen.
Ich guck mal, ob das jetzt so richtig ist. Immer noch nicht. Ich habe gerade gesehen, man kann das Buch durchs Portal schmeißen. Nee. Hab ich jetzt zufällig das Kapitel dir freigeschalten, was ich jetzt brauche? Ich denke schon, oder? Oder? Da ist es doch. Irgendwas fehlt. Ach, ich hab den. Na, guck mal, so schnell passt. Jo, ich hab den falsch platziert. Das ist alles. Jetzt. Completed. Ich hoffe, wir machen genug Schaden. Nicht der, dass er uns noch zerstört. Nee, immer noch nicht. Ist halt, dass wir try. Ach so, okay. Die Plattform ist, glaube ich, einfach nicht groß genug. Okay. Genau, ein, zwei Blöcke noch nach links und rechts. Dann passt das. Okay. Ich bin bereit. Ich hole mir noch ein paar Pfeile. Ich weiß nicht, ob ich mit Pfeilen den überhaupt Schaden machen kann, aber testen wir es aus. Testen wir es aus. Ich hoffe, der wird jetzt nicht allzu schwer. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Da raus kann ich nicht. Ja, okay. Nee, sollte easy sein. Okay, der macht mir Schaden auf jeden Fall. Zählen gar nicht auf den schwarzen Boden. Ah, zweite. Ah, es gibt auch noch eine schwere Variante von dem Boss. Ich glaube, da kann ich nicht fliegen. Ich glaube, es ist einfach jetzt ein Monster Rush. Ihr seht ihr nicht, ich ändere gleich den Boden. Ey. Slate Gaia. Asche. Gaias Blut, jetzt habe ich 8 bekommen. Okay. Da muss ich die nicht noch einmal legen. Ich glaube, 8 reichen mir sogar. Mit 8 Stück kann ich mir doch bestimmt. Weil ich komme noch hier nochmal 3 dazu. Genau. Kann ich mir Gaia Spirit Seeds machen? Die mache ich auch. Die mache ich auch. Dann mit sind wir mit Botania fertig. Denke ich. Und was brauche ich auch noch? Insanium. Ich sogar noch ein bisschen was. Gut, Quest completed mit dem Seed. Habe ich auch noch ein paar Quests erfüllt. Auch ein paar Mobs gekillt. Okay, wie bekommen wir jetzt aus 32 Essenzen raus? Drei.
Er läuft doch. Ein Stück, easy. Easy. Hammer, jetzt wäre als nächstes dann Blood Magic an der Reihe. Blood Magic fangen wir dann aber erst in der nächsten Episode an. Ja, ich meine, die Folge geht auf der lang genug. Scheint so, als würde Blood Magic schneller gehen als Botania. Ja, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.